Hey und willkommen zum Die Sims 4 Ab in Schneeparadies Preview Special. Ich bin Daniel von SimFans.de und als EA Game Changer konnte ich das Pack schon mit einem Vorabzugang ein paar Tage spielen, um euch das jetzt schon zeigen zu können. Bitte beachtet dabei, es ist eine unfertige, also nicht finale Version des Packs. Trotzdem jetzt ganz viel Spaß, vielen lieben Dank an EA, zieht euch warm an, es geht los. So, und damit willkommen hier zum Let's Build zu meinem Badehaus. Ja, unsere heißen Quellen. Und ich habe mir was überlegt. Ich möchte auf diesem großen 50x50 Grundstück hier was bauen. Und zwar ein Badehaus, aber mit viel Außenbereich auch. Und wir gehen erstmal ins Geländetool rein, denn ich habe mir überlegt, wir machen da irgendwie so einen Berg, um das Ganze nochmal so ein bisschen abzurunden. Denn es gibt in dem Baby.showLiveEditObjects gibt so Objekte drin. Ja, ich mache mal jetzt ein bisschen flacher, dass wir oben natürlich auch ein Gebiet haben, wo wir auch, wo wir quasi auch, uns auch bewegen können, Objekte platzieren können, weil die brauchen ja immer einen flachen Boden. Und im Baby.showLiveEditObjects gibt es nämlich tolle Steine. showLiveEditObjects. Okay, abschicken, Enter. Leertaste in die Suche. Alle Anzeigen filtern nach Packs und zwar ab in Schneeparadies. Ganz nach unten scrollen und da gibt's Steine. Ja. Und nicht nur die Steine, sondern auch, boah, sind die riesig. Sondern auch, aber können wir verkleinern hier, ne? Mit baby.moveObjects auch platzieren. So. Ja, nehme ich auch, da müssen wir so hoch werden hier. Mhm. Oh, ist das Kind klein. Machen wir nochmal eins kleiner. Ja, so ist es gut. So ist es gut. Mal gucken, ob wir da noch... Ja, weil die hüpfen da immer wieder hoch, ne? Die sind da gar nicht... Schmiegen sich da gar nicht an. Mal gucken, ob wir das noch verhindern können. Weil wir haben bei diesen Objekten, das ist ganz cool, nur ein Kästchen. Und da, wo das Kästchen ist, da bewegt sich das Objekt. Also, falls ihr selber auch so mal was bauen wollt, ihr könnt quasi in der Mitte... Also, wir können das jetzt quasi... Wir platzieren das einfach mal da am Rand, oder? Wir platzieren das mal hier. Und wenn ich jetzt mit dem Gelände tue... ohne Schneeparadies, hier unten das quasi wieder flach macht, dann müsste das wieder nach unten rutschen, genau. Und nur das eine Kästchen ist hier relevant, die anderen sind da gar nicht so relevant. Und dann machen wir das doch mal einfach. So, ganz nach unten hier wieder. Wir wollen das hier flach haben. So, und jetzt können wir das nämlich, da müssen wir unten noch ein bisschen kaschieren, können wir das nämlich nochmal hier nach unten bewegen. Reinschieben in den Berg, quasi, soweit wir wollen. Bisschen drehen. So, noch ein bisschen weiter rein. Damit es hier oben mehr oder weniger bündig ist. Jetzt können wir noch mit dem Geländetool, in der Hoffnung, dass es nicht wieder hochhüpft, rechts und links so ein bisschen noch quasi Erde hinzufügen, in Anführungszeichen Schnee. Und dann passt das hier rein. Geil, oder? Sieht schon mal geil aus. Ein schöner vereister Berg. Oben machen wir heiße Quellen hin. Das ist ja so ein bisschen abseits auch. Aber es gibt hier noch so ein Objekt. Und zwar auch im Live-Edit-Objects. Und ich hoffe, ich finde das hier schnell. Weil das ist so cool. Da kann man nämlich so Wasserläufe machen. Die sind eigentlich in der Welt unten in der Nachbarschaft vorhanden. Und die kann man... Ich weiß nicht, welches das ist. Die kann man so platzieren. Oh, das sind noch die Schneedinos. Vielleicht nehmen wir die auch noch mit. Ah, Bambus sieht auch nicht schlecht aus bei Schnee hier, ne? Ein bisschen kühl, aber wir probieren es mal. Ich platziere das mal. Vielleicht will man's ja. Wo war jetzt dieser... War doch gerade der Bogen. Der, das ist auch cool. Oder vielleicht können wir den so als Eingangstor oder so nehmen. Ja, noch so Objekte hier. Das ist... Geht immer hier, geht immer. Bäumchen. So. Ist das? Nee. Es gibt so. Oh, das ist auch toll. Ich glaube, das nehmen wir eher, weil es ist so ein schönes Objekt. Das ist da so ein bisschen auch so, ne? Bergmäßig und da geht's hoch und so. Wie machen wir das denn mit den Treppen? Das wird wieder schwierig. Ja, dann packen wir das mal weg. Ach, so ein Objekt. Oh, cool, was da alles gibt. Ne? Ja, Daniel, auch noch einmal am Entdecken hier die neuen. Da ist es. Das wollte ich haben hier. Oh, das ist aber riesig. Hier können wir das einmal verkleinern. Können wir da vielleicht so ein bisschen was faken. Und zwar hätte ich das gern irgendwie, dass das vom... Wie machen wir das denn? Machen wir das... Ja, blöd, dass wir keine Toolmod haben. Sonst hätte ich hier überall Felsen gemacht. Dann wäre das Wasser direkt aus dem Berg rausgekommen. Dann müssen wir vielleicht nochmal ran mit der Toolmod. Also, dass wir das vielleicht hier so platzieren und dann da hinten dann nochmal so einen Felsen machen, der ein bisschen höher ist. Und das kommt dann aus dem Felsen raus und das Wasser läuft dann quasi... Oh, das ist cool mit so...
Mit so ein paar Stützen noch. Es läuft dann in die heiße Quelle rein. Das ist so meine Idee für das Bauwerk. Jetzt gucken wir mal, ob das hinhaut. Irgendwie müssen wir das hinkriegen. Ich glaube, es von der Höhe her, ne? Dann noch so ein bisschen Höhe müssen wir noch lassen, damit dass der Stein auch drunter passt. Wird es ein bisschen doch eng auf diesem riesigen Grundstück hier. Vielleicht gehen wir doch noch mal ein bisschen weiter rein hier mit allem, ja? Dass wir noch mal ein bisschen weiter vorgehen. Mit dem ganzen Grundstück. So, dann haben wir hinten nämlich noch mal ein bisschen Platz, genau. Weil die sind so lang. Ich hätte die gerne da hinten. Probieren das jetzt mal so. Mhm. Und da kommt jetzt dieser Stein hin. Machen wir die Nummer 1 kleiner und dann passt das so. Ich weiß es nicht. Da kommt jetzt noch mal so ein Stein hin. Oh, die Treppen sind auch cool. Vielleicht nehmen wir die auch. Ich guck mal, ob wir da eine Treppe reinfaken können. Weil die sehen so aus wie von der Höhe wie normale Treppen, weil da kann man ja nicht hochlaufen. Das sind ja nur Deko-Treppen. Da muss man eine Treppe drunter verstecken, damit das funktioniert. So, jetzt gucken wir mal an hier, ob wir das nochmal hinkriegen hier. Da gibt es diese Felsen. Haben wir da nochmal größere oder kleinere? Oder was ist denn da der Unterschied? I don't know. Die sind eigentlich ganz schön, ne? Die sind auch schön. Die sind ein bisschen flacher, aber. Weil die gehen so nach hinten dann auch, finde ich ganz gut. Dass so irgendwie aus dem Berg rauskommt, das Quellwasser, ne? Das wird hier abgezapft aus diesen Bergen. Und dann wird das hier eingeleitet in die heißen Quellen hier, in die Hot Tubs. Wie heißt das Objekt eigentlich? Heiße Quelle einfach wahrscheinlich, oder? Wir müssen da ein bisschen aufpassen. Ich sehe gerade, da sieht man den Felsen da durchgucken. Das ist nicht so schön. Andererseits haben die natürlich da voll den Abstand. Wir müssen so eine Felsstelle finden, die mehr oder weniger gerade ist. Damit wir das da so anschmiegen können, möglichst alle. Jetzt haben wir den anderen wieder nicht mit drin. Wenn wir das wieder drehen, dann dreht es wieder kurz. Kurzerhand dreht es wieder ganz viel hier. Da will ich nicht so arg. Jetzt gucken wir mal, ob es so hinhaut. Ja, das ist immer noch ein bisschen Stein, aber das ist okay. Da hat sich was verstopft hier. Ja, jetzt müssen wir das Ding noch ein bisschen tiefer, glaube ich, setzen, wa? Das ist ein bisschen hoch jetzt. Eieiei, jetzt will ich es nochmal angrapschen. Hier, dann ist es wieder... Ja, jetzt ist wieder das Problem. Da müssen wir wieder mit der Toolmod. Toolmod geht leider nicht in der Pre-Access-Dingens da, ne? Das ist leider hier begrenzt. I'm so sorry. Man hätte vielleicht erst die Felsen platzieren müssen dürfen und dann erst das. Also wir müssen das, müssen nochmal ein paar rausplatzieren von den anderen. Und dann die da so schön am Rand auch nochmal platzieren, damit das hier, ja, bis zum Rand, da können wir nochmal ein bisschen auffüllen. Dass es hier schön in den Bergen quasi ist. So will ich das haben. So will ich das haben, ja, genau. Da können wir auch noch offen lassen. Muss nicht hundertprozentig zu sein, oder? Ja, mal gucken. Noch so ein paar normale Steine vielleicht auch rein. Ist das auch nicht schlecht. Kann man auch machen. Da ist ein bisschen Abwechslung drin hier. So. Ja, da steht so ein bisschen ab dann auch. Sehr cool. Das gefällt mir richtig gut mit diesen Schneesteinen da. Das ist voll schön. Voll das Schöne. Oh, da ist schon wieder das Grundstück zu Ende, du. Wir haben nur noch Fels auf dem Grundstück hier. Dann machen wir das mal so, dass wir jetzt hier nochmal probieren mit dem Geländetool. Dass wir da nochmal gucken, wo ist der grüne hier. Müssen wir das antatschen und dann reingucken, wo ist das grüne hier. Da gibt es kein grüner. Gibt es kein grüner? Müssen wir nochmal gucken. Ja, weil der schwebt ein bisschen hier, wa? Das ist nicht so toll. Müssen wir mal gucken, dass wir hier den Boden erwischen. Muss dann hier irgendwie ein bisschen... Ja, jetzt rutscht er nämlich runter hier, der. Sehr gut, das ist schon mal gut. Schon mal gut hier. Wir machen es erstmal tiefer. Dann können wir immer noch gucken, ob das nochmal geht. Man kann das immer noch auch noch mit dem Move-Objects nach unten leveln, weil die leveln sich nicht von allein wieder runter, die Dinger. So ist es gut. Es ist auf dem Boden der Tatsache. Jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Ja, perfekt hier, oder? Ja. Müssen wir nur noch gucken, wie wir das da reingelaufen bekommen. Und jetzt probieren wir das wieder zurück zu machen. In der Hoffnung, dass es nicht mehr hoch hüpft. Schritt für Schritt. Ich glaube, es ist jetzt ein Stück weiter hochgehüpft wieder, das blöde Ding. Und dann darf man wieder nicht in die Mitte rein hier. Und dann müsste da... Natürlich wäre auch gut, wenn da unten da nicht jetzt der Schnee wäre. Nicht jetzt das in der Luft wäre hier, ne? Also wir machen da ein bisschen Gestrüpp rein oder so. Ich hoffe, das rutscht nicht mehr nach oben jetzt, das Ding. Ich habe da ein bisschen Angst. Hab da ein bisschen Angst hier.
Immer Schritt für Schritt, weil dann kann man es wieder rückgängig machen, wenn es sich ein bisschen wieder bewegt hier, das Ding. Na, guck, da hüpft es wieder, das blöde Ding. Ganz sanft. Ah! Stopp! Ja, da, muss, da wird irgendwo der Mittelpunkt auch sein, ne? Vom Objekt und dann hüpft es dann hoch. Können wir hier quasi aber auffüllen, das ist ganz gut. Haben wir da nur noch eine Kante und das passt dann auch. Können wir da wieder ein bisschen zurück vielleicht auch. Kann man da vielleicht noch so ein bisschen entlang gehen. Hinten nochmal so eine Fläche zum zum irgendeine Aktivität da reinpacken oder so. Ich weiß noch nicht. Sollte vielleicht nicht ganz so steil dann auch sein. Wobei es beim Schnee nicht so schlimm aussieht. Ist auch was Gutes beim Schnee. Dass hier immer Schnee liegt. Dass man hier quasi, ja, nicht darauf achten muss, dass man so hässliche Hänge hat mit so ekliger Textur. Wisst ihr, was ich meine, ja? Und jetzt machen wir hier vielleicht das Haus noch hin. Weil man muss sich auch duschen und so. Jetzt machen wir hier erstmal weiter, ja? Dann haben wir da wieder das Problem, dass hier genau die Mittelkante ist. Vielleicht verschieben wir dich hier doch nochmal. So ein bisschen da auf dem Boden, wie du stehst. Objekte-Line, hier steh auf dem Boden. Könnte ich auch gerne nochmal ein bisschen an den Rand schieben. So, nochmal, wir nehmen hier. Hier nochmal bis zum Rand. So. Ah, jetzt hüpft er wieder. Da ist dann wieder schon die Mitte, oder was? Müssen wir mal aufpassen, ja, wa? So. Jetzt haben wir da zwar eine Lücke, aber das ist okay. Das ist die Spalte hier. Die Todesspalte. So. Jetzt holen wir uns die heiße Quelle. Das möchte ich jetzt ausprobieren. Heiße. Der Schweiß ist heiß. Private heiße Jungbrunnen. Ja. Heiße Quelle Jungbrunnen. So, das sieht doch schon mal gut aus. Oh, da ist schon wieder an der Kante hier. Das hat an der Kante. Wir können das aber vielleicht so drehen oder so. Ist vielleicht eh ganz gut, wenn man die... Weil die sind ja von der Form her gleich leider. Dann machen wir da nur zwei Stück und drehen die so ein bisschen ein. Dann sieht das nämlich so aus, wie wenn das eine, wenn das hier so reinlaufen würde, ne? Dass man da das Wasser hat und das läuft dann da rein und dann in die Quelle rein. Das ist meine Idee hier, nach 10 Minuten hier immer noch. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, weil die Sims lehnt sich da auch an am Rand. Da kann man, glaube ich, kein Pfosten rein. Da müssen wir das doch ein bisschen noch drehen hier. Damit das hier so aussieht. Vielleicht kann man da mit diesen Sprudler-Dingern da auch noch was faken. Weil da läuft hier fast daneben, du. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir das noch ein bisschen weiter vorkriegen hier, ne? So ist, glaube ich, ganz gut. Ja, so ist gut. So, und das noch ein bisschen rüber hier. Immer von oben gucken. Das ist ja so traurig, da läuft es ja auch runter von diesem Stein. Hätte man da direkt das Berg-Thermalwasser. Mhm. Geil, oder? Manometer. I like. Dann geht's weiter noch. Mit was geht's noch weiter? Wir packen mal das Grün hier hoch, dass man da so ein bisschen was kaschiert hat noch. Weil das macht immer viel aus, wenn da ein bisschen Natur da noch ist. Damit das nochmal irgendwie schöner aussieht. Wir packen die mal da nach hinten. Geil! Oh, das wird cool, oder? Jetzt bin ich heiß auf die Treppen. Ich will hier eigentlich noch so eine Hütte machen. Auf Stelzen vielleicht auch, dass die so schön auf dem Stein hier sind. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das machen mit den Treppen da. Jetzt testen wir erstmal die Treppen hier, weil da haben wir zwei Treppen. Ich hoffe, das geht. Wie breit sind die denn? Das sieht man auch nicht so genau. Drei oder vier Kästchen dürften die sein. Vier, dreieinhalb vielleicht eher. Wir nehmen da mal eine weiße Treppe, damit die nicht so sehr auffällt. Da kann ich da keine Treppe geht auch. Guck mal, das geht sogar. Geht nicht breiter? Was ist das hier außerhalb des Grundstücks? Achso, wir sind hier schon am Grundstücksrand. Oh ja, das ist aber schlecht. Sieht man gar nicht hier die Linie, ja? Kann nachher keiner sagen, habe ich aber nicht gesehen. Man kann die da drunter faken und dann können die Sims da hochlatschen, oder? Guck mal, die passt auch. Das ist hier die Wandhöhe. Das wäre natürlich witzig, wenn man da nochmal gucken würde. Ah, nee, das stimmt gar nicht. Das ist schon eins vorher Schluss, ne? Ah, das ist blöd. Aber vielleicht können wir da unten nochmal ein bisschen mit dem Podest oder so irgendwie, dass man da eine Stufe höher geht erstmal. Wie ist denn das mit der mittleren Wandhöhe? Ich ziehe mal die Wand und mache hier dann mittlere Wandhöhe. Dann müsste sich nämlich die Treppe auch anpassen. Weil dann könnte man das mit der anderen mal probieren. Ja, guck mal an. Und die passt ja perfekt. Das ist ja geil, weil dann kann man die richtig schön reinsetzen. Wir probieren das jetzt aus. Also die kurze kommt weg. Die lange wird genommen. Und dann kann man das so reinsetzen, dass die Stufen quasi nur noch so ein bisschen sichtbar sind. Oben ist dann halt weiß, klar. Aber das macht nichts, weil es eh Schnee.
Vorne können wir sogar zumachen, dass man nur noch ganz oben das sieht. Und dann können die Sims da hochlaufen, weil diese Weltenobjekte blockieren nicht. Geil. Ich platziere jetzt trotzdem nochmal meine Wand, weil ich möchte ja jetzt, dass das Geländetool, ich weiß noch nicht, ob ich es hier mache, aber dass das Geländetool auf der Höhe quasi ist, wo jetzt auch meine Wandhöhe ist. Jetzt müssen wir gucken, ich glaube, das ist die hier, ne? Jetzt können wir uns das so rüberziehen, dann hat man da nämlich die Höhe. Ich will ja dann nachher keinen Raum haben. Ich will ja das im Geländetool hoch platziert haben. Und jetzt platzieren wir die Treppe so, wie wir die wollen. Ja, und ich hoffe, das geht hier rein noch, ja. Ja, weil jetzt können die Sims da hochlaufen. Und man sieht es gar nicht, dass da quasi, ja, dass da das ist eben, ne? Dass das hier die versteckt ist da drunter. Das ist sehr cool. Wir müssen da sogar am Rand ein bisschen höher, weil da sind so Löcher in der Treppe, hier sehe ich gerade, ja. Das ist gar nicht so gut hier. Da müssen wir hier noch so ein bisschen, so geil. Ja, perfekt. Hier, leck mir am Arsch. Entschuldigung, aber ich freue mich, wenn sowas klappt, das ist voll geil irgendwie. Ja, es ist nämlich ganz selten, dass man die Objekte da so schön integrieren kann in diese Treppen vor allen Dingen. Jetzt mit den Podesten dachte ich, machen wir das, aber das passt ja jetzt genau rein bei den normalen Treppen, umso besser. Und, dann brauchen wir nochmal eins von dem, weil ich möchte da ganz nach oben, da müssen wir jetzt irgendwie quer machen. Also schräg, also so rum. Da müssen wir, oh, das passt, nee, ne? Heute habe ich aber Glück, du, ne? Ah, heute habe ich aber Glück. Ich glaube, das passt genau hier. Wir müssen natürlich erstmal die Treppe platzieren, aber vom Dings her, glaube ich, ist das genial. Hier, ah, ne, die macht da vorher schon Schluss, die Treppe. Das will ich natürlich nicht. Das will ich nicht. Da müssen wir erst wieder glatt machen. Eine klare Kante hier fahren. Klare Kante hier. Ja, müssen wir das so machen hier. Jetzt gucken wir nochmal, ob das hier richtig ist. Weil Treppen kann man ja komplett frei platzieren, aber das ist genau richtig hier. Ja, dann ist es gebongt. Geil. Geiler Scheiß. Man müsste die nicht mal vier Kästchen breit machen. Man kann auch einfach drei Kästchen, da laufen die ja eh in der Mitte, ist eh besser. Dann machen wir das so. Und man sieht die Treppe echt nicht mehr, ne? Nur noch oben da so ein bisschen das Weiße. Ist voll geil. Voll geil. No way. Mädchen, wir müssen testen hier. Mädchen, komm. Extra bunt. Lauf die Treppen runter, bitte, danke. Yeah. Nein, da müsst ihr nicht laufen, du. Ist da nicht steil genug, oder was? Ich dachte immer, da ist so steil. Ja gut, okay, aber das kriegen wir hin. Ja, wenn die da daneben vorbeilaufen, wäre natürlich ein bisschen blöd. Sollen die natürlich nicht vorbeilatschen, die Oschis hier. Ich meine, da einfach so ein bisschen steiler noch. Ein bisschen steiler. Hier geht's nochmal zurück wieder. Da wieder zurück. Ja, ist ja steiler, dann latscht die da nicht mitten durch. Die Nudel. Sag mal jetzt, kannst du aber da hochlaufen, oder? Komm. Nimmst du die Treppe jetzt bitte, danke. Genau. So, jetzt gehst du wieder runter. Ja, weil muss man schon testen immer, deswegen hier, ich sag's immer wieder. Yay, 5 Stunden gespielt hier, ne? Ja, okay, gut, das ist wahrscheinlich hier diese Early Access. Okay, dann machen wir hier wieder weg, das brauchen wir nämlich nicht. Weg damit, so. Cool. Ach, das gefällt mir jetzt. Ah, da bin ich jetzt happy hier, da bin ich jetzt happy. Das passt auch hier mit dem Tor sehr gut. Dann lassen wir das gleich so. Hier machen wir noch ein bisschen Bäumchen oder nochmal Felsen hin. Und da hinten muss jetzt das Haus hin. Jetzt gucken wir mal, wie wir das machen. Dann nehmen wir eine Quadratplatte hier. Eine Fundamentplatte. Die machen wir ein Kästchen höher als dieser Boden. Ich fange von oben auch an, damit ich das genau auf der Höhe habe, natürlich. Und dann packen wir das Haus erstmal so hin, oder? Oder machen wir das hier so. Bisschen zurück. Und dann könnte man vielleicht sogar mit einer Brücke was arbeiten. Hier ist nämlich ganz geil immer. Dann gehen wir da noch ein bisschen weiter an den Rand raus. Also es soll nicht groß werden. So einfach so ein bisschen Duschen möchte ich da reinpacken. Und ja, so ein bisschen Klos und irgendwie, was man halt so braucht, ne? Und das ist schön so hoch auch quasi auf dem Berg. Vielleicht machen wir da oben nochmal so eine Plattform oder keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Wir probieren es mal aus. Und da nehmen wir dann ein Fundament.
Ne, Fundament hier. Ich bin immer hier am Gucken hier. Das neue Fundament. Genau. Wir nehmen das Dunkelbraun, wenn wir das Dunkelbraun auch da drüben haben, ne? Stein und Holz, ja, ist das Thema. Voll geil mit dem Fels da drunter. Übrigens als Tipp, wenn ihr so einen Stein unter dem Fundament haben wollt, dann müsst ihr zuerst den Fels platzieren oder das Objekt, was auch immer das ist. Und dann erst das Fundament, weil wenn ihr das wieder anklickt, ihr bekommt es nie wieder da drunter. Da will immer hochhüpfen, das Ding. Ich will Aussicht haben, ich will von oben gucken. Ja, also immer unten drunter lassen. Ja, und jetzt gucken wir mal, ob wir da, dann machen wir da hier eigentlich, sieht ganz geil aus, wenn wir hier nochmal so eine Brücke machen. Jetzt machen wir entweder eine Podestbrücke, das wäre natürlich auch eine Idee. Das könnte man tun. Aber bei Podesten hat man keine, Dings hier, keine, Stelzen, ne? Ja, muss man immer beachten hier. Dann müssen wir doch ein Fundament machen, dann geht's nicht. Ich dachte, ich hätte die Brücke so ein bisschen höher gemacht jetzt. Mit den Podesten, aber wir haben keine Stelzenpodeste. Wo habe ich jetzt hier wieder was in der Hand? Immer Escape drücken dann, ne? Wissen ob ich mal. Stelzenfundament, genau. Hier geht es eine Brücke rüber hier. Sehr geil. Ja, ein bisschen was Besonderes, wenn wir da schon so einen Kasten da machen. Jetzt weiß ich noch nicht genau, wie ich das Haus hier gestalten will. Ich glaube, ich packe hier. Ich mache hier vorne auf jeden Fall mal so eine kleine, sag ich jetzt mal, Veranda. Wir könnten auch noch hier ein bisschen auf Podeste gehen. Das wäre, glaube ich, auch wieder ganz schön. Wobei, so viel Platz haben wir da drin gar nicht. Bin auch im Überlegen, ob ich das Haus noch weiter nach hinten. Dann könnte man da oben nochmal quasi eine Aussichtsplattform machen. Das wäre nämlich dann so das... Ja, hier ist ja die Gondel und so, ne? Die Skipisten. Und das wäre so ein bisschen dann die... Hier geht es auch noch so ein bisschen runter, so die Aussicht da oben dann nochmal, ne? Und da geht es dann hoch in den Wald, quasi ist so der letzte Punkt vor dem Berg. Boah, das ist schon wieder alles vereist hier, wir haben eisige Bedingungen hier die ganze Zeit. Ja, ist so rutschig. Wir machen das mal... Ich weiß es noch nicht, was sagt ihr denn? Wie machen wir das denn? Wie wir machen das? Ist ein bisschen schwierig, wa? Ein Haus, da so ein Ding drüber, wenn man da ein Podest macht, dann wäre es nochmal ein Stück höher. Ist eigentlich mal ganz schön, finde ich, mit den Podesten auch. Wenn man da jetzt nämlich so ein Podest drauf machen würde, wir können das ja mal einfach ziehen und gucken, wie sieht's aus. Dann macht er unten drunter trotzdem diese Dinger, das ist ja blöd. Kann man die wieder wegmachen dann mit dem Stelzen-Ding? Müsste eigentlich ja gehen, ne? Dann haben wir da nämlich so ein Podest. Also, ich bin auch noch neu mit diesen Podesten. Ja, muss immer ein bisschen ausprobieren, wie das aussieht. Weil man kann ja da eine Wand draufziehen. Da könnte man da nochmal so eine Umrandung machen oder so. Und dann sieht das vielleicht ein bisschen noch... Aber das bringt uns in dem Fall eigentlich nichts. Ist eher dann auch so, so ein Stelzenhaus. Das ist dann eher nicht so massiv, ne? Weil es muss ja leicht sein, relativ leicht. Dann würde ich sagen, haben wir da noch so einen Balkon? Wäre natürlich auch geil. Aber wir haben keinen Platz dann für das Haus. Deswegen überlege ich. Ob wir da nach hinten gehen. Ja, ich möchte aber ein bisschen größer gestalten. Ich meine, wir haben da schon ewig viel Platz. So ist es jetzt nicht. Aber vielleicht machen wir noch so eine Indoor-Quelle. Wenn es ein richtiges Badehaus ist, dann könnte man hier das nochmal rüber machen. Hätte man hier diesen Balkon. Und dann könnte man hier nochmal hochgehen. Jetzt gucken wir mal, wie hoch wir die Stockwerke machen müssen. Weil wir müssen ja wieder aufpassen mit den Höhen. Weil wenn ich jetzt die Höhe verändere, dann kann es sein, unsere Treppen verändert es auch wieder. Ne? Unten, das ist immer nicht so... trivial. Wenn wir da, aber wir müssen ja nicht die Höhe nehmen, aber wenn wir das so, müsste es eigentlich ganz gut passen. Ja, wa? Müsste eigentlich ganz gut passen. Ja, dann könnte man hier nochmal, das probieren wir jetzt aus, könnte man hier nochmal mit Wand entfernen. Wir entfernen mal die Wände. Ja, ich mach's mal hier mit Steuerung. Weil wir können das Ding dann da verschieben. Das Ding. Und quasi in den Fels so, dass es so im Fels quasi drin fest ist. Ja, dass man da oben nochmal so eine Art Plattform hat. Oder wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen so. So eine Art Plattform, so eine Art... Wir müssen das halt von der Höhe her anpassen, bevor wir jetzt das Haus bauen, weil sonst haben wir nachher wieder
keine Möglichkeit, das Hand zu haben. Und es wäre auch gut, wenn man hier jetzt schon mal so ein paar abgerundete Objekte hier macht. Wenn man das will. Das wäre, glaube ich, ganz gut, weil dann hätte man das hier... Ah, nee, nicht das Ganze wegmachen. Nur das Kästelein hier oben, du Nudel. Nur das eine da will ich weg. Was ist das beschissen? Dann gehen wir halt eins weiter, ist auch egal. So, genau. Dann machen wir das unten auch. Machen wir das ein bisschen weiter raus. Ja. Machen wir das so, dann hat man da oben ein bisschen Platz noch, wa? Machen wir das mal so. Dich ziehen wir auch darüber hier. So. Und da wird auch nochmal so eine Abrundung dann hingemacht. Gehen wir auch nach hinten hier. Ja, nicht so weit vielleicht. Dann gibt es hier nochmal eine Abrundung. Hat man da wie so eine kleine Aussichtsplattform. Eine kleine, in Anführungszeichen. Aussichtsplattform in alle Richtungen, ja. So. Go away. Da wieder den Randzaun da weg. Hier mit Sprungturm. So. Ja, das ist eins, steht jetzt eins weiter vorne, ist aber okay. Kann man so machen. Oh ja, man muss jetzt hier aufpassen, dass die Sims natürlich da nicht reinlatschen. Man muss das jetzt hier dann schon abgrenzen, dass die da hinten nicht reinlaufen. Das ist immer schwierig. Ist auch hier jetzt wieder schwierig. Wenn ich jetzt hier das entferne, dann macht er mir wieder auch oben. Da macht er mir nicht ein Loch rein, aber dass die da nicht in den Fels reinlatschen. Weil die Sims sind so schlau und laufen da rein. Okay, der Boden geht ja bis da rüber, da kann ich auch hinlaufen. Nee, nee, nee. Das machst du nicht, du Sim. Und da müssen wir aber trotzdem nochmal ein Kästchen weiter. Damit der Zaun da reinguckt, ne? Jetzt können wir hier wieder das entfernen, hier, dass die Sims da nicht reinlatschen. Erstmal so. Also mit Steuerung gedrückt halt. Genau, weil dann kann man jetzt hier... Müssen wir nochmal eins weitergehen. Dann gehen wir hier nochmal eins weiter. Ja, so ist es, glaube ich, ganz gut. Und hier können wir wieder entfernen, oder? So. Dass hier noch ein paar Lücken dann zwar drin sind, aber es ist besser, als dass die Sims da reinlatschen. Okay, dann machen wir das mal so. Und jetzt kommt der neue Zaun zur Geltung hier. Oh ja, schön. Schön dunkelbraun. Sieht man den Schnee besser hier. Chakalaga hier, jetzt aber zu hier. Ja. Genau, und da unten weiß ich noch nicht, was machen wir denn da? Da bin ich noch so unschlüssig mit der unteren Form, Plattform. Ich glaube, wir machen die doch ein bisschen wieder zurück. Dann könnte man die nur so als... Ja, ja, ja. Dann müssen wir hier aber eigentlich noch ein Stockwerk haben. Das ist jetzt so mein Problem. Weil wie kommt man da hoch? Dann machen wir vielleicht das auch nur außen. Wobei es auch cool wäre, wenn man hier nochmal das Haus hätte. Weil es würde da genau drunter passen. Nie auf die obere Höhe, dass man hier... quasi den Zugang hat. Vom Haus geht es dann rüber. Also hier ist so das Haus. Und das Haus hört hier vielleicht auf. Also da. Da müssen ja Duschen rein. Da muss dieser Indoor-Pool rein. Ich weiß nicht, ob man den Indoor-Pool auf dem Fundament machen kann. Quelle. Halt privat. Ich glaube nicht, dass man den... kann man den auf dem Fundament... Gut, kann man eh mit Move-Object, aber kann man den... Wie sieht denn das aus? Da guckt er da unten dann raus, oder wie ist das? Wir müssen erstmal noch das Fundament wieder hier auf ein neues. Ah, da gucken die Säulen sogar da durch. Das ist natürlich nicht so schön. Man könnte das so machen. Ist ja klar, weil da guckt ja unten der Pool auch raus. Man könnte das aber so machen, dass das hier quasi ausgestanzt ist. Das probieren wir mal aus hier. Und alle Register werden hier wieder gezogen, weil da haben wir ja Schnee drunter. Ja, also Boden. Wenn man das da reinsetzt, muss man mal eins größer, merke ich gerade. Dann könnte man das ja da reinsetzen einfach, ne? Ja, und dann geht's nämlich auch. Dann geht es nämlich auch, weil man hat da dann... Ich weiß nicht, ob die da reinkommen, aber man kann das ja durchaus trotzdem noch hier eine Stufe auch weiter reinmachen. Dann hat er jetzt auch die Möglichkeit so oder so. Und hier nochmal mit dem Geländetool ein bisschen dann tricksen. Dass das hier geschlossen ist. Oh, das ist ein bisschen zu groß. Momento.
Uno momento, ja, ja. Nochmal eins kleiner. Dass hier zu ist. So. Passier, wa? Passier, sehr gut. Hat man da nämlich, da muss ich nochmal ein bisschen weiter. So. Weil dann hätte man hier diesen Indoor-Pool. Wir müssen natürlich oben wieder zumachen, das Loch. So, dann ist das kein geschlossener Raum. So. Ja. Ja, geil, da ist sogar noch der Schnee dann drin. Wenn das schön dampft, das ist ja mal toll. Dann machen wir noch schöne Fenster rein und Glas und so. Und da ein bisschen Stein noch, dass wir innen auch Stein haben. Ja, cool. Hinten dekorieren wir das Ganze mit so ein paar Steinen vielleicht auch noch. Oder wir machen das Haus bis in den Stein rein. Das würde ja auch gehen, dass das so quasi noch reinguckt hier. Man hat dann zwar immer das Außenlicht, also nachts ist dann auch der Stein dunkel und so. Aber wäre halt eine Möglichkeit. Ist das denn eine Possibility? Weil da kann man dann schön, da hat es immer, ne, egal wenn man da drin beleuchtet, ist der Stein trotzdem. Ja gut, dann würde ich es vielleicht doch so machen, dass wir das nicht mit bis mit rein machen. Aber wir platzieren hier drin trotzdem einen Stein. Als Deko, nicht Hashtag hier. War das wieder so viel hier. So, Filter, Filter, Filter. Alter Verfilter, ja. So, ne, nicht so groß ist so weit hier. Ne, ist auch nicht so schön. Uiuiuiui, bist du riesig hier. Uiuiuiui. Oh, das ist auch schön, das ist so ein schöner Eiswasserfall. Vielleicht können wir auch die nehmen. Für die Dings, ne? Für das große hier. Da wäre noch eine Idee gewesen. Ich beleuchte es jetzt einfach mal so, ne? Das bleibt natürlich nicht so, aber nur zum Testen, wie das aussieht. Das wäre schon geil, du. Ja, ja. Dann machen wir das so. Cool. Kommt das Eis hier bis rein, du. Aber da drin ist ja eigentlich warm, ne? Das ist ja fällt so kalt, dass das hier bis rein friert. Das wäre schon geil. Wäre schon geil. Jetzt guckt es oben halt raus, ne? Eieiei. Da müssen wir auch nochmal ran mit der Toolmod, die das minimal dann verkleinern kann. So, jetzt probieren wir es erstmal so. Ja, genau. Oh, schön hier auch. Wir sperren voll die Sonne aus von hinten. Aber morgens geht da eh keiner hin, oder? Ja, ja, geiler Scheiß. Jetzt probieren wir da noch so eine Wand hin zu machen. Dann natürlich die auch nehmen hier. Und dann noch ein Dach drauf, damit es nicht so komisch aussieht gleich. Ein Dach. Ich mach da erstmal das hier. Nur mal zum gucken, wie groß wird's, wie sieht's aus. Shift und Shift und C, ne? Ja. Und dann machen wir das hier ein bisschen weiter. Bisschen asiatischer Style, ja. So, und dann kommt da noch so ein normales Dach drüber. Das ist immer ganz schön, wenn man in der Mitte dann so ein normales Dach noch drin hat. Das ist nochmal eins größer. Da ist dann ganz toll, weil dann Shift C und auch ein bisschen hier gewölbt. Ich hüpfe hier mit der Kamera wieder so. Ah. So, es ist gut hier. Fällt nicht ganz so hoch, so ein bisschen tiefer noch. Dass es hier nochmal hier bündig ist auch. Ja, es ist auch ganz gut. Ja, das wird hier, würde ich mal sagen, ja. Dass wir noch ein bisschen anders wölben, dass es noch mehr hoch geht hier. So, jetzt ab. Und dann müssen wir natürlich noch die Umrandungen machen und wir machen noch Fenster rein und wir machen das Haus noch ein bisschen schöner, sieht es wieder so unförmig aus. Aber vom Prinzip her ist das doch mal geil hier, oder? Das ist doch mal cool, das gefällt mir jetzt aber jetzt mal ehrlich, das ist echt schön. Das wird was, glaube ich. Und oben hat man da noch diese Aussichtsplattform. Da müssen wir nochmal gucken, wenn wir das hier machen. Machen wir da hinten noch so ein Türmchen oder so. Ist ja auch mal ganz schön. So ein Aussichtstürmchen. Und dann kann man raus auf die Plattform und dann so ein bisschen oben noch rumlatschen. Und da runter gucken, wer treibt es hier schon wieder im Whirlpool, ja? Techtelmechtelort, neuer. Mhm. Okidoki. Liebe Leute, das war's für heute. Das sind meine heißen Quellen so far.
Ich bin Daniel von SimFans. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Und wenn euch das Pack gefällt, könnt ihr es bestellen über meinen Link in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr mich, wenn ihr es über diesen Link bestellt. Ohne, dass ihr mehr bezahlen müsst. Ja, bekomme ich nämlich einen Anteil am Umsatz. Vielen lieben Dank und ja, bis zum nächsten Mal bei den heißen Quellen. Oder jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Guckt mal in die Playlist rein. Ganz viele Previews. Ja, und es kommen noch mehr. Bis dann. Ciao.